Ja, das wäre eine gute Idee. Erstmal kommen wir jetzt aber hier hin. Und gucken uns erstmal hier unten um. Und können wir die Tür jetzt aufbrechen? Ja, können wir. Okay, perfekt. Supergeil. Ja. Ah. So, jetzt können wir immer durchgehen. Alles klar. Okay. Munition brauche ich jetzt nicht. Habe ich genug? Was können wir hiermit aktivieren? Muss den Aufzug wieder nach oben bringen. Oh, oh, wartet. Ich habe da was gesehen. Nein, runter. Schöne Sachen für uns. So, was ist, macht das einen Unterschied, wenn ich jetzt da hochkletter oder wenn ich hier hochgehe? Okay, ich kann hier nicht hochgehen. Doch, kann ich. Aber irgendwas muss das Hochklettern ja auch noch bringen. Aber ich denke, das kommt erst jetzt. Okay, vielleicht muss ich ihn nochmal runternehmen, um das alles da hinten zu holen, also runterbringen. Weil das da oben und das da hinten würde ich auch gern haben. Erstmal die Treppe nehmen. Genau, die wollte ich einmal kurz nehmen, die Treppe, Leiter. Ach so. Okay, das hätten wir schon mal. Runter, bitte. Jetzt müssen wir noch die andere Seite aufstemmen. Aber wie kommen wir da hoch? Nicht runterfallen, nein, Lara, wieder hoch. Eieiei, das war dumm. Hoppa! Alles klar. Ich glaube, ich bin da zu früh durchgegangen. Kann ich hier runterfallen? Also, Lara, du kannst da nicht runter. Okay. Nee. Aber das da oben will ich haben. Ach komm! Nein! Ich hätte von hier schießen sollen. Kacke. Aber ich wollte das haben. Scheiße. Manu. So, gucken wir es nochmal so an. So, dann müssen wir irgendwie... Och, Leute. Okay. Ich vergesse das immer wieder. Muss ich vielleicht von hier aus... Nee, da kann ich nicht doppeljumpen. Okay. Das heißt, ich muss es hochbringen, auf den Aufzug springen, dann rüber durch das Loch in die an die Kletterwand und dann von der anderen Seite halt alles lösen. Alles klar, kriege ich hin. So. Jetzt von hier aus rüberjumpen an die Kletterwand, genau. Jetzt darüber jumpen. Okay. Jetzt können wir hier runterfallen. Die Kiste mitnehmen. Das Rad lockern. Ha. Ah. Okay. Einen noch, dann kann ich den Aufzug bewegen. Aber wie kriege ich den? Nicht von Etage 3? Dann wahrscheinlich von Etage 2 aus. Von dort. Okay, alles klar. Dann muss ich... Doch, Etage 3. Etage 3, bitte. Danke. Super. Sehr, 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 sehr gut. Zack. Okay. Ja.
Batz! Sehr geil. Sehr geil. Was glaubst du? Wir haben einen neuen Fähigkeitenpunkt. Cool. Sehr geil. So, jetzt haben wir hier erstmal Nahrung und so. Oh, 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 oh. Nein. Ob. Ist ja noch einer, lol. Okay, den habe ich. War da hinten was? Ja, da ist was zum Aufheben. War's das? Ich glaube schon. Ich muss sagen, der Schuss war gerade sehr gut. Ich hab nicht erwartet, dass ich den so gut treffe. Muss ich euch zugeben. Das war... Wow, Lob an mich. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber egal. Ich lobe mich gerne mal manchmal. Oh, oh, oh. Hier sind doch bestimmt auch wieder Gegner, oder? Okay. Oder nicht? Wie es aussieht, nicht. Irgendwo ist hier doch gleich was. Irgendwo kommt ihr doch gleich wer. Ich sehe es schon kommen. Ich will nicht. Gleich wieder Massenschlägerei. Was ist das denn hier? Ist das Whitman? Der sah immer aus wie Whitman. Die Steinstadt, oder? Oi, 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 oi. Diese Figuren. Krieger. Sie waren in Himikos Grab. Sie beschützten sie. Ja. Bist du das? Warst du so eine Art General? Red mit einer Leiche. Aber okay. Du hast Seppuku begangen. Wieso? Selbstmord? Sag mir bitte, wie behalten das Schwert? Und noch scharf. Und noch scharf, weiter an der Klinge anhalten. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Die Seele in einem verwesenden Körper, das ruft also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Keine Ahnung. Wo packst du die Karte hin? Wo? Hä? Wo? Scheiße! Ich muss sofort hier raus. Wo lang? Da nicht lang. Der brennt, okay. Der brennt auch. Der auch.
Hier kommt ja noch einer. Wo kommst du denn her? Wieder lebte. Was? Okay, ich sollte vielleicht echt mal Deckung nehmen oder so. Den habe ich. Okay, die habe ich alle. Da kommt einer. Der lebt ja immer noch. Brenne. Der brennt auch. Der lebt immer noch. Ich weiß, der lebt immer noch. Brenne, Bitch. Ich kann jetzt hoch, okay. Komm, zeig deinen Kopf. Leck mich! Okay. Jetzt habe ich alle, oder? Ich glaube, ich habe alle. Okay. Hui. Habe ich noch ich habe noch Pfeile. Okay, ich habe jetzt wieder Pfeile, meine ich. Hui. Es brennt hier ein bisschen. Ach komm, Lara, du kannst sie doch lang rollen. Wenn du kriechen kannst, dann kannst du auch lang rollen. Oh Gott, oh Gott. Eieiei. Springen. Eh. Wo sind wir hier? Ach, wir können die Waffe hier wäre. Ah! Oh. Oder? Nee. Auf dem Schiff konnten wir die dann, glaube ich, nicht benutzen. Ich glaube nicht, nee. Wo zum Teufel bist du? Oh nein. Was ist denn los? Wir werden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Oh nö. Verdammt. Nein. Ich muss sofort zurück. Das musst du, Lara. Wäre auf jeden Fall vom Vorteil. Zack. Ja, schnell runter hier. Ach komm! Bin ich echt zu dumm zum Treffen? Kann ich da runter? Ja, ich könnte da runter springen. Ich will erstmal hier lang. Mir das holen. Das holen. Okay. Mein Boot! Spasten! Dort runter springen. Alles aufheben. Genau, erstmal nachladen. Die Waffen. Okay, alle nachgeladen. Beziehungsweise alle vollgeladen, sag ich mal. Hoch. Das ist so cool. Okay, ihr Schweine. Ist das alles, was ihr drauf habt? Sie ziehen sich zurück. Und runter. Reyes, du bist verletzt. Ist okay. Meinetwegen. Ich dachte, das war's für mich. Keine Spur von ihnen.
Was war los? Whitman hat während des Angriffs Sam gepackt und ist abgehauen. Oh, er bringt sie zurück zu Matthias. Hätten wir dir nur... Scheiße. Hätte ich dir geglaubt. Wie geht's jetzt weiter? Das Richtig. Boot ist fertig. Wir brauchen Hilfe. Das dachten die bestimmt auch. Du hattest ja recht mit Whitman, Du hast doch die Stürme gesehen. Sie greifen alles an, was sich nähert. Also, im Zweiten Weltkrieg waren Wissenschaftler hier. Und die glaubten, dass die Stürme aus einer Ritualkammer beim Kloster kontrolliert werden. Da sind noch viele Fragen, aber Sams Entführung hat damit zu tun. Und wenn wir ohne diese Antworten ablegen, sind wir alle tot. So wie die Piloten. Und so wie Roth. Hör zu. Was immer hier passiert, Lara verdient eine Chance. Wir können nicht zurück zu ihrer Stellung. Das wäre Selbstmord. Dort wird sie nicht sein. Sie bringen sie in dieses Gebiet. Und über diesen Zufluss kommen wir ran. Hör zu. Ich weiß, wie sehr du zu deiner Tochter willst. Glaub mir. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich verlange nicht, dass du dran glaubst, Reyes. Aber du musst mir vertrauen. Okay. Lassen wir es zu Wasser. Endlich. Hat aber auch lang genug gedauert. Okay, Lara. Wenn du bereit bist, geh einfach an Bord. Oh. Ich hätte vielleicht noch mal ins Lagerfeuer gehen können. Egal. Lara, was glaubst du dort zu finden? Das sieht cool aus. Wirklich wissen? Nein. Sag's mir trotzdem. Die Seele einer Sonnenkönigin ist in einem toten Körper gefangen. Ihr Zorn ist der Auslöser der Stürme. Wird der Körper zerstört, hören die Stürme auf. Klar. Und was will Matthias von Sam? Keine Ahnung. Und das macht mir am meisten Angst. Hey, ich weiß, dass der Plan verrückt ist. Ja, ist er. Aber er ist alles, was wir haben. Ziehen wir es durch. Okay, los geht's. Nein, du wirst mit Reyes den Haupteingang bewachen und ich gehe rein und hole Sam. Du gehst also allein? Je mehr Leute, desto größer die Gefahr, entdeckt zu werden. Wenn es gleich losgeht, tötet so viele Mistkerle, wie ihr könnt. Da sind aber nicht nur Solari, sondern da sind auch andere. Samurai, die königliche Sturmwache. Erschießt einfach alles, was nicht wie ich oder Sam aussieht. Mein kleiner Vogel, du schaffst das. Wir werden uns wiedersehen. Wir halten dir den Rücken frei. Die ist aber ganz schön hochgeklettert. Wenn ich mir das mal so anschaue, ja? Gibt's hier bitte ein Lagerfeuer? Da oben hoffentlich. Ich würde mich gerne den Part beenden. Na, Lagerfeuer? Vielleicht hätte ich noch nicht aufs Boot steigen sollen, oder? Scheiße. Stimmen zu tun. Das wird ein Award, James. Was macht ihr da? Mein Name ist Dr. James Whitman. Ich komme in Frieden. Ich bringe euch eure neue Königin. Oh nein. Die Königin. Auf Japanische. Eure, Mein Freund! Lara!
Jack hier? Alles klar, die haben Whitman einfach so geschlitzt. Die haben ihn einfach zerschlitzt. Ja, GG. Gibt es hier bitte Lagerfeuer hinten? Wie es aussieht, nicht. Mann. Ja, Leute, ich glaube, ich nehme noch ein Part auf, wie es aussieht. Ich wollte zwar eigentlich nicht mehr, aber okay. So, hier gibt es ein Lagerfeuer oder da oben? Vielleicht gibt es da oben eins. Ich glaube, da oben gibt es eins. Ich hoffe, da oben gibt es eins. Es wäre auf jeden Fall ziemlich vom Vorteil, wenn hier oben eins wäre. Hätten wir zwar zwei ein paar bisschen längere Parts, aber... Nein, hier oben ist keins. Ja, GG. Finde ich sehr, sehr gut. Also fast. Die Sturmwache schützt nach all den Jahren immer noch ihre Königin. Ja, krass, ne? Ich kann die nicht angreifen. Die wären einfach... Die würden mich einfach easy wegklatschen. Kann ich nicht aufmachen, alles klar. Anfackeln. Entsteht dadurch vielleicht ein Lagerfeuer, wo ich mich ausruhen kann? Nein, schade. Ja, okay, jetzt mache ich den Part noch zu Ende. Jetzt mache ich den Part noch. Aber ich glaube, wir haben das Spiel eh bald durch, oder? Ja, ganz sicher. Ja. Fuck, Alter. Dass die Lara aber auch nicht sehen, ey. Okay, entweder gehe ich hier hin. Okay, hier ist nur Nahrung oder so, oder was es auch immer ist. Dass die da unten mich aber auch nicht hier oben langhangeln sehen. Ohne Witz, ey. Dass die mich hier nicht sehen, das ist echt krass. Irgendwer wird doch wohl nach oben mal gucken, oder? Ich glaube, eigentlich macht das immer mal wer. Hui, ja, ja. Oh nein. Scheiße. Wir wurden entdeckt. Weg hier. Oh, fuck. Alles klar. Okay. Also den nächsten Lagerfeuer speichern wir. Alles klar. Ich weiß es nicht. Das sind wahrscheinlich auch nur Seelen oder so ein Scheiß. Glaube ich jetzt mal irgendwie. Was leuchtet das? Achso. Da ist das nächste Lagerfeuer. Alles klar. Dann habt ihr halt zwei 25-Minuten-Parts. Oder so. Das Gebet, das ich bei dem General gefunden habe, sagt, dass eine Seele in einem verwesenden Körper die Stürme hervorruft. Er muss damit die letzte Sonnenkönigin meinen, aber ich begreife nicht, was Himiko damit zu tun hat. Sie war die erste Königin. Matthias glaubt, dass Sam
damit verbunden ist. Und das kann nichts Gutes heißen. Verdammt sollst du sein, Whitman. Du würdest für eine Story alles tun. Echt so? Ich weiß, die Antwort liegt in der Ritualkammer. Aber dorthin zu kommen, wird nicht einfach sein. Die Sturmwache. Oh. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir beenden hier den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.